Freunde, es ist wieder Snooze-Zeit, denn es lag wieder Snooze vor meiner Tür. Den verliert immer irgendjemand da vorne und den habe ich natürlich gleich aufgehoben. Und ja, wie soll ich sagen, das ist erst das erste, was verloren gegangen ist. Das zweite kommt wohl noch, was verloren gegangen werden sollte vor meiner Tür. Und ja, ich habe die beiden Kollegen jetzt gerade gekriegt, das andere wird dann noch kommen. Und ja, warum gerade diese beiden Kollegen einmal, ich habe sie noch nicht aufgemacht, ich habe sie gerade erst gekriegt hier, war gerade frisch in der Post drin. Und ich muss sagen, ich habe mir da ein bisschen beim Uwe, bin Snooze-Freak, lieben Gruß nochmal an dich, ne, der hat mir ja doch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen auf den Geschmack gekommen, die jetzt auch mal zu probieren. Und zwar hat er die jetzt gerade reviewed, aber ich würde mal sagen, wir hauen einfach auch mal raus, um mal zu gucken, wie mir das denn schmeckt. Und der wurde mir auch hier schon vom Abonnenten empfohlen. Ich weiß gar nicht, um welchen wir uns jetzt zuerst kümmern. Ich bin schon wieder so aufgeregt. Aber ich denke mal, wir nehmen mal den Lös als erstes. Na, da freue ich mich auch schon drauf. Das seht ihr dann im nächsten Video. Ich guck mal, vielleicht mache ich auch beide hintereinander. Na, gucken wir mal. Also bis gleich! Herzlich willkommen hier zurück beim Diverses-Kanal. Jawohl, endlich wieder Snooze-Time. Und ich freue mich sehr, denn ich habe zwei sehr interessante Marken hier schon mal liegen. Es kommen noch ein paar Marken dazu vor der Sommerpause. Natürlich ist dann die anderen Sachen auch noch ein bisschen Sachen für mich, weil ich ja auch in die Sommerpause gehe. Da brauche ich ja auch Snooze. Also das sind alles Sachen, die ich schon reviewt habe. Aber ich habe gedacht, ein bisschen was Neues können wir ja noch mal bestellen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem Islay Whisky Lös Snooze. Islay Whisky. Wir hatten ja jetzt... diese beiden Kollegen, die waren ja jetzt nicht ganz so geil. Mir wurde aber dringend ans Herz gelegt, auch nochmal die anderen zu probieren. Ich hatte auch unter anderem mal diesen hier in der Porsche-Variante. Und das Ganze wird ja jetzt auch... noch wieder von GN Tabacco hergestellt, allerdings nicht mehr mit Conny Anderson, ich glaube nicht mehr, ne? Ne, Barrel Agent bei DS Jovesson. Ja, so, und auf jeden Fall sehen die Dosen also ziemlich gleich aus. Wir machen die auch gleich auf, aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal diese schicke Dose an, weil das sind, schon so vom Dosen her ist das schon echt edel und finde ich sehr genial und ich freue mich gleich unglaublich, das aufzumachen, denn der soll ja richtig, richtig, richtig gut sein und ich bin mal gespannt drauf. Also, wir schauen uns jetzt erstmal die Verpackung an und dann gucken wir mal. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier, ja, das kann man jetzt natürlich nicht so gut erkennen. Small Batch News, Batch Nummer 2. Dann hat hier noch jemand unterschrieben. Das ist wohl dieser Herr, ja, Jovelvon oder irgendwie so. Made in Old Traditional Craft Style, also wir haben hier ein Crafted im Prinzip auch, Lösvariante, 50 Gramm sind hier drin, das finde ich genial, Leute, 50 Gramm, man kann die Dose echt nicht so ganz genau erkennen, obwohl sie so schön ist, schade eigentlich, aber ich kriege das nicht hin, denn Satisfaction hier, Islay Whisky Snooze Barrel Agent by D.S. Jovesson. GN Tabacco stellt das Ganze her. Unten dann der obligatorische Warnhinweis, Haltbarkeitsdatum. 50 Gramm, dann noch die Sachen, was drin ist. Ja, Islay Whisky, Tobak, Watten. Also tatsächlich Islay Whisky ist hier sogar mehr drin. Und ich bin jetzt tatsächlich mal gespannt. Ja, würde ich sagen, cracken wir mal die Can auf. Geht also auf im Prinzip wie eine Dip-Can, wenn ich es jetzt hier mal hinkriege überhaupt. Oh Gott, ich bin wieder so aufgeregt. Das ist nämlich ein wirkliches... First Opening und die Dose ist auf und jetzt lüften wir mal das Geheimnis und er sieht hervorragend aus. Ja, so muss der ganze Shit aussehen. Ja, wunderbar. Gucken wir mal die Konsistenz. Ja, edel. Edel. So wie Snooze sein sollte. Schöne Feuchte, schöne Formbarkeit. Mehr geht nicht. Es geht einfach nicht mehr. Geruch riechen wir hier oben jetzt noch nicht. Ah, doch, man riecht ihn schon. Oh, ich... So, wir drehen mal schnell die Kamera. Und ich war gespannt, ob das hier nun wirklich... Ich sag mal,
Ich finde, das ist eigentlich schon wieder ein ehrenhafter Snooze, weil das ist ja der Comeback-Snooze vom Snooze-Freak. Damit hat er sich ja wieder zurückgemeldet. Und ja, ich gedacht, das machen wir dem mal als erstes. Thunder-Szenen machen wir auch gleich nochmal. Also ich gucke mal, ob ich das... Wir machen das aber trotzdem in getrennten Videos. Damit halt nicht so eine Informationsüberlastung ist, ne? Und man das dann ganz normal auch gucken kann. So, jetzt wollen wir mal dran riechen. Jetzt ich bin so aufgeregt. Aufgeregt! Ich finde auch, die Snooze-Dosen könnten immer so aussehen, ne? Schön Metall. Hervorragend. So. Oh, das riecht ja schon mal richtig geil. Also wir haben hier keine Spur von Pferdestall, so wie wir das bei den anderen jetzt hatten. Ne? Die haben ja sehr nach Pferdestall gerochen. Hier kommt natürlich ein bisschen dieser etwas ammoniakhaltige Geruch im Hintergrund, aber nicht doll. Es kommt hier tatsächlich so ein süßlicher Geruch hoch. Whisky kommt durch, doch, also würde ich jetzt mal sagen. Ich bin aber, ganz ehrlich gesagt, ich bin echt kein großer Whisky-Kenner. Also ich kenne, wenn nur diese günstigen Whiskys, so eine edlen Whiskys hier wie Island Whisky Loose, ist mir noch nicht unter die Nase gekommen, aber das Ganze riecht schon hervorragend. Interessant, an irgendwas erinnert mich das, aber ich komme jetzt irgendwie im Moment nicht drauf. Aber ich muss jetzt auch erstmal probieren, liebe Leute. Das nützt nichts. Vielleicht im Livestream sprechen wir das nochmal an, was das genau riecht, aber es erinnert mich an welchen... Irgendjemanden erinnert mich das. Naja, weiß ich auch nicht. So, dann wollen wir uns hier mal so eine kleine Lippe reinladen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil ich jetzt in letzter Zeit viel gedippt habe, dass ich es jetzt auch oben rein tue und nicht unten. So, also er lässt sich hervorragend formen mit der Hand. Priestmaster ist hier nicht vonnöten. Das geht wunderbar, ohne Probleme. Und ich freue mich jetzt. Auf geht's. Doch an irgendwelchen erinnert mich das. Ich muss jetzt dazu sagen, ich hatte lange keinen Lös-Snooze. Aber... Oh. Uwe hatte nicht Unrecht. Das Ding ist der Hammer. Wir lassen ihn jetzt mal wirklich 15 Minuten richtig wirken. Und kommen dann mal danach nach, was es schmeckt, weil ich möchte das jetzt noch nicht verraten. Also wir sehen uns gleich wieder, dranbleiben. Wir sind gleich wieder da, 15 Minuten später. Bis gleich. Ah, wir sind zurück. Ja, und wir haben einen wirklich richtig guten Snooze. Ja, warum mache ich den jetzt auch? Uwe hat ihn doch gerade gemacht. Ist egal. Ich musste ihn jetzt noch, ich war neugierig, nachdem ich das Video gesehen habe und und nachdem viele Abonnenten mir geschrieben haben, unter anderem Michael, probier den, ja, es war richtig, genau, ich war mit probieren. Ich habe gedacht, jetzt, damit ihr nochmal eine, vielleicht gibt es ja Leute, die vielleicht sagen, wir holen uns nochmal eine zweite Meinung ein, das könnt ihr jetzt hier tun, kauft ihn. Bitte, kauft ihn. Warum? Gut, er ist jetzt nicht der günstigste. Ne? Sind so zumindest so 5,90 Euro soll er wohl kosten. Mir fehlt schon die Sprache jetzt eigentlich, weil es ist tatsächlich exakt so, wie ich es gesehen habe und wie ich es mir genau vorgestellt habe. Also, wir haben hier einen Whisky-Aroma, was wirklich phänomenal ist. Dagegen kommen diese hier bei Länge... Es tut mir leid, aber das... Nee, das ist, das hier ist das Nonplusultra an Whisky Snooze. Ich war vorher ja, ich habe ja nun, also ich bin schon völlig durcheinander hier. Ich habe ja immer gedacht, so Whisky ist wohl nicht mein Ding, aber hiermit hat es wieder rausgeholt. Island Whisky Snooze ist Lös-Variante. Porschen habe ich zwar schon probiert, aber das ist... Keine Ahnung, das niemals so geil wie Lös. Jetzt weiß ich auch, woran mich das tatsächlich ein bisschen erinnert hat. Und zwar an den Södrom Lös Snooze damals. Der ist aber, der ist ja nun sehr süß, sehr rosinenartig. Hier ist das Ganze schon eine etwas herbere Variante, aber wir haben das hier, ja, wie soll ich das, es ist so dieser wirklich rauchige Tabakgeschmack.
Zwar natürlich nicht so rauchig wie bei, ich muss noch mal den Geschmack holen, nicht so rauchig wie bei den Dips oder so, aber das ist wirklich so, als würdest du dieses Oak-Fass ablecken. Und, aber wo der Isle of Whiskey Snooze drin war. Und das Ganze macht das so ein bisschen aus. Mich erinnert das tatsächlich ein bisschen entfernt an Sherry. Also wer Sherry schon mal getrunken hat, so ähnlich kommt das auch rüber. Zwar nicht ganz so, aber du denkst wirklich, du würdest an so einem Isle of Whiskey Snooze Fass einmal dran lutschen und dann dir noch... ja, richtig schön, schön Lös-Snooze, also so einen wirklich genialen Snooze, die, ja, das kann man gar nicht beschreiben, diese Tabakqualität sticht hier wirklich hervor. Also ich will das jetzt auch nicht nachmachen oder so, aber ich, es ist, ah, also genial. Also danke, 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 dass man mir den vorgeschlagen hat. Er ist genial. Er kommt, ich muss es jetzt aber schon mal im Vorweg sagen, er kommt an meine geliebten Ethan nicht ganz ran, ist aber nah dran. Und die Dose ist geil, der Snooze ist geil, die Qualität ist geil. Isle of Whiskey Snooze, Isle of Whiskey ist geil. Also das Ding ist absolut genial und ihr solltet zusehen, dass ihr euch den mal zu Hause zulegt. 50 Gramm, da rechtfertigt sich eigentlich auch der Preis dann schon. Die Dose ist auch richtig tonnenschwer. Das heißt, wenn du die in der Tasche hast, das merkst du. Es ist so, als wenn so vom Himmel so ein du nimmst das rein und dann kommt dieser Engelsgesang und auf dich leuchtet es so hinauf. Das ist mehr als Satisfaction, liebe Freunde. Das ist übelst genial. Und mir bleibt da auch nichts anderes zu sagen. Ich kann es verstehen, wenn man hiervon am Tag eine ganze Dose wegknallt, das ist definitiv gar kein Problem, dass man den wirklich den ganzen Tag einfach im Mund hat. Man könnte sich jetzt hier den ganzen Mund vollstecken und würde sich so freuen. Das Nikotinlevel ist hier auf Strong gesetzt. Nun gut, ich bin ein bisschen abgehärtet da durch die amerikanischen Sachen. Von daher haut mich das jetzt nicht mehr aus der Glocke raus. Bei den ein oder anderen Anfänger könnte es vielleicht passieren. Nehmt also ein bisschen weniger, ist eh gutes Zeug. Aber wenn man das gewohnt ist, haut euch ruhig eine ganze Lippe voll. Das Ding ist übelst genial. Also wirklich, Hut ab. Gefällt mir richtig gut. Kann definitiv mit Swedish Match Produkten auf jeden Fall mithalten. Ich bin noch mal gespannt. McMurray werde ich auch irgendwann noch mal probieren. Wahrscheinlich aber erst nach der Sommerpause. Mal gucken, Portions sind auf dem Weg. Ach, diese Dose hier ist also schon so vorne so geil mit diesem Gummi irgendwie. Also ist... Bitte, bitte bestellt den, unterstützt den, dass es den auf jeden Fall noch weiter gibt. Kommen wir zum Fazit. GN Tobacco hat sich meines Erachtens nach hier wirklich selbst übertroffen. Sie können wirklich auf einer Linie mit Swedish Match stehen, meines Erachtens nach. Die brauchen sich davor nicht zu scheuen. Es gibt uns Snooze, die sind ja nun mal alle von GN Tobacco, die jetzt vielleicht nicht immer meinen Geschmack treffen, zum Beispiel der Vanilla als Beispiel jetzt mal nicht ganz unbedingt. Aber das hier, höllisch genial, höllisch genial. Deswegen kommen wir mal, vorsichtig will ich mal nicht sagen, wir kommen mal zur Bewertung und normalerweise müsste ich sagen 10 von 10 Punkten. Er kommt aber an die beiden Flaggschiffe von Swedish Match, meine Meinung, nur nah dran. Also ich mag trotz alledem die anderen beiden lieber, ne? Das ist nun mal so. Aber er ist in der hohen Liga und ich gebe ihm deshalb 9,75 Punkten von 10 Punkten. Also um das alles hätten noch mal zu toppen, ja, es ist schwierig. Also eigentlich, nee, pass mal auf, wir geben ihm auch 10 Punkte. Wir geben ihm auch 10 Punkte und er ist auf jeden Fall in der Top 5 mit vertreten von den Snooze-Sorten, die ich wirklich am liebsten mag. Und das Ding ist wirklich der Hammer. Also 10 von 10 Punkten für den Isle of Whiskey Snooze. Bitte weitermachen. Bitte, bitte weitermachen. Es ist übelst genial, das Ding. Und bestellt ihn. Also ich freue mich. Und ich werde das jetzt noch weiter genießen hier den ganzen Tag. Ich habe heute sogar auch noch frei. Also was kann es Besseres geben als
So eine Kombination. Ich werde ihn heute Abend beim Deutschlandspiel nochmal zum Bier nochmal genießen und werde mich, glaube ich, eines hohen Astes freuen heute. Das ist der absolute Hammer, liebe Freunde. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir werden nachher gleich nochmal den 10 Jahre Thunder werden wir nochmal probieren. Ich freue mich da auch riesig drauf. Wir werden den dann auch öffnen. Und dann werden wir mal gucken. Und ich sag mal bis dahin. Tschüss, macht's gut und haut rein.